Egal, wo ich frage, ich bekomme immer dieselbe Antwort. Auf Twitter. Warum sagen manche eigentlich, dass ich süß bin? Ich bin ein erwachsener Mann. Ich will nicht süß sein. Ich bin männlich. Das ist süß. Oh, guckt ihn euch an. Er ist ja so süß. Oder Instagram. Oh, Zio, du bist süß. Ich sag's immer wieder. Oder sogar Snapchat. Mann, was soll dieser Scheiß? Was geht ab, Elite? Ich habe mich lange hingesetzt und darüber nachgedacht, wie man es schaffen kann, als erwachsener, männlicher Mann anerkannt zu werden. Vor allem bei so einer Community wie euch. Schließlich bin ich auf 5 ganze Schritte gekommen, die man erfüllen muss. Und diese demonstriere ich euch nun anhand eines Beispiels. Es ist ein Casting für eine männliche Hauptrolle zu einem Kinofilm, bei dem der Hauptdarsteller richtig männlich sein soll. Und ja, ich lese es gerade ab, weil ich zu faul bin, mein eigenes Drehbuch auswendig zu lernen. Wir suchen einen Mann mit Achselhaaren, Muskeln und markantem Gesicht, das jedem Mädchen das Höschen platzt. Also sowas wie Zeo, bloß nicht ganz so süß. Hey, ich bin nicht süß! Schritt 1 ist der erste Eindruck. Dieser zählt immer. Wirst du ein einziges Mal als Weichei abgestempelt, dann bist du es für immer. Hey, mein Name ist Harry Geil. Hey, Mr. Geil, freut mich, Sie kennenzulernen. Ich bin schon ein ziemlich männlicher Pisser, oder? Ja, schon, aber nach meinem Empfinden immer noch ein bisschen zu süß. Was? Ist das hier süß? Ja, irgendwie schon. Dabei habe ich mir so viel Mühe gegeben. Okay, sind wir mal ehrlich, ein übertrieben männliches Auftreten nimmt uns kein Schwein ab. Also müssen wir woanders punkten. Vielleicht mit Schritt 2, die Taten. Was hat ein süßes Weichei auf keinen Fall? Genau, die Entschlossenheit, mutig zu sein und die richtigen Taten zu tun. Also, Mr. Geil, was denken Sie, warum sind Sie der Richtige für diese Rolle? Also, seit 3 Jahren produziere ich jetzt Videos für YouTube und habe mir eine richtig großartige Community aufgebaut. Das beeindruckt mich nicht wirklich. Warum denn? Weil 50.000 heutzutage nicht mehr viel sind? Ich meine, ich versuche doch dieses Jahr die 100.000 zu schaffen. Nein, es sind eher Ihre Socken, die sind so niedlich. Was? Das sind meine Glückssocken, die hat meine Oma gestrickt. Oh, wie süß. Warum sollen die Socken jetzt süß sein, Mann? Es gibt nichts Männlicheres, als wenn man die Socken von seiner Oma geschenkt bekommt und auch trägt. Ich meine, ach, was soll das? Süß, 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 ich sag's euch. So einen Scheiß, den kann ich nicht mehr hören. Aber es gibt ja noch Schritt 3, das Spucken. Jetzt geben wir es ihm so richtig. Wow, nicht schlecht, das ist wirklich männlich. Das beeindruckt die Damenwelt, nicht wahr? Ja, wir haben ihn genau da, wo wir ihn haben wollen. Es geht doch, seht ihr, ich bin nicht süß. Oh. Verdammte Scheiße, ihr seid so gemein. Von wegen großartige Community. Euch gefällt's doch, mich leiden zu sehen. Schritt 4 ist, komm, leck mich doch am Arsch. Ich hab keinen Bock mehr. Nee, Spaß, ich mach schon weiter. Leck mich doch am Arsch. Okay, jetzt wirklich. Schritt 4 ist, der Penis. Was? Der ist nun mal männlich. Da kann mir jetzt wirklich keiner widersprechen, pass auf. Tut mir wirklich leid, Sie sind einfach nicht der Richtige für diese Rolle. Na gut. Wo haben Sie sich gerade gekratzt? An meiner Eichel, ich hab da so einen Ausschlag. Ihr Penis geht Ihnen bis zu den Waden? Manchmal trete ich sogar auf Versehen drauf. Okay, das ändert alles. Ich glaube, Sie haben die Rolle. Wirklich? Ja klar, haben Sie unsere Anzeige nicht gelesen? Wir suchen Schauspieler mit Pferdeschwanz. Frisur, scheißegal. Gute Arbeit, Jungs. Endlich sind wir nicht mehr süß. Aber leider sind Sie einfach zu süß. Okay, kommen wir zu Schritt 5. Vergiss es, Junge. Du musst dich damit abfinden. Aber Schritt 6? Nein. Lass es einfach gut sein. Schritt 7. Theo. Komm schon. Du weißt doch, dass du nun mal so bist. Ja, aber Schritt 8, 9 und 10 bringen es wirklich. Nein, Zeo. Du bist nun mal so, wie du bist. Und die richtigen Leute werden dich dafür mögen. Okay, ich muss sagen, Ihr Penis hat mich schon wirklich sehr beeindruckt. Ich kann Ihren Kollegen anrufen und Sie weiterempfehlen. Das wäre der Hammer. Ja, denn es geht um einen Mann, der alles in Zuckerwatte verhandeln kann, wenn das anfasst. Das passt doch zu Ihnen, oder nicht? Oh Mann. Ja, stimmt schon. Ja, Leute, ich sehe es ein. Jeder sieht mich halt so, wie er mich sehen will. Es gibt viele Meinungen und manche sehen mich als den größten Spast auf YouTube mit dem lächerlichsten Kanal aller Zeiten. Und dann gibt es wieder Menschen, die mögen mich und auf die sollte man sich konzentrieren, oder nicht? Hey, das habe ich so auch schon gesagt. Nur du entscheidest, wer du sein willst und ich hoffe, du entscheidest dich, ein guter Mensch zu sein, denn davon können wir echt noch welche gebrauchen. Du bist ein Drecksack, weißt du das? Immer noch besser als süß zu sein. Ach ja, Tata soll ja auch süß sein. Also ich glaube, irgendwie habe ich da eine andere Vorstellung von diesem Wort, kann es sein. Nimm das Video nicht so ernst, ich halte mich nicht für süß, also, aber alt bin ich auch nicht. Hier drüben gibt's How to be männlich, auch Link in der Infokarte oder auch in der Videobeschreibung. Abonniert kostenlos diesen Kanal, als ob irgendein Kanal auf YouTube was kostet, also in Deutschland zumindest nicht. Schaffen wir die 1000 Likes am ersten Tag? In der Regel schaffen wir es ja schon. Ich bin sehr gespannt. Und dann ein Kommentar wäre noch cool. Würde mich freuen. Und dann sieht man sich auf alle Fälle wieder am Montag. Folgt mir mal auf allen Social Media Plattformen, damit ich euch weiterhin einbauen kann in die Videos und so. Na gut, dann bis dann. Euch noch einen schönen Tag. Juhu!